Hallo, herzlich willkommen zu einem kleinen Fahrvideo auf meiner Kofferbahn. Ihr seht, die Gebäude stehen, die Landschaft ist aber noch nicht gestaltet. Das heißt, ich bin eigentlich noch mitten im Aufbau meiner Kofferbahn. Aber ich möchte trotzdem schon mal ein bisschen was Rollendes einfach aus Spaß auf die Schiene bringen. Und dazu habe ich die kleine Dampflok hier von Pico, die Baureihe 65, auf die Gleise gebracht. Das erste Mal, dass sie hier fährt, das erste Mal, dass überhaupt eine Lok hier auf der Anlage fährt, sozusagen die Jungfernfahrt. Und ohne jetzt noch viele Worte zu machen, werfe ich mal einfach den Strom an und gebe ihr ein bisschen Saft und da rollt sie auch schon los. Ja, ihr seht, sie hat immer mal ein paar Probleme. Das liegt aber an der Mischung aus der Lok und den Weichen. Da müssen wir einmal kurz eingreifen. So, und wie ihr sehen könnt, habe ich sie wieder sicher auf die Gleisanlagen gebracht. Das passiert ab und zu. Also einige meiner Pico-Loks haben mit einigen der Kato-Weichen immer mal wieder Probleme. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich sehe, woran es liegt, habe aber noch nicht irgendwie so das Patentrezept gefunden, was ich dagegen machen könnte. Von daher, das stuckelt halt ab und zu mal. Holen wir sie mal wieder raus. Na komm. Ja, meistens mag sie danach nicht, ist ein bisschen bockig. Oh ja, ja, ihr merkt, sie hat hier doch ein paar Schwierigkeiten. Aber die Weiche hier vorne ist scheinbar überhaupt kein Problem. Und da schnurrt sie dann wieder friedlich ihre Runden. Schauen wir mal noch, wie sie da hinten über die Weiche kommt. Ja, ihr seht, meine kleine Lieblingslok hat es tatsächlich geschafft, hier mal ein, zwei Runden zu drehen. Sie braucht wahrscheinlich noch ein bisschen wieder mehr Fahrpraxis, dann läuft es auch wieder etwas besser. Aber alles in allem würde ich behaupten, eine geglückte Jungfernfahrt erstmal. Herzlichen Glückwunsch!